Die Vorsitzende der Mittelstandsunion, die CDU-Politikerin Konnemann, fordert eine Senkung der Mehrwertsteuer für die Baubranche. Daher sollte die Mehrwertsteuer auf Baustoffe und Bauleistungen auf 7% gesenkt werden. Die CDU-Politikerin betonte, die beim Spitzentreffen im Kanzleramt beschlossenen Maßnahmen reichten nicht aus, um die Talfahrt der Branche kurzfristig zu beenden. Eine Senkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 7% in der Baubranche hatte zuvor auch der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft gefordert. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.